Grüßt euch, willkommen bei Let's Play Pokémon Kristall. Heute machen wir einen etwas längeren Part, aus dem Grund, weil ich das Let's Play langsam mal fertig schließen möchte. Wir hängen hier schon seit Dezember hier in Johto herum und haben noch nicht einmal unseren fünften Orden, glaube ich, ne? Wir kommen hier nicht voran im Pokémon Kristall, daher werde ich jetzt mal wieder halbe Stunden Parts machen. Sorry Leute, auch wenn ihr es nicht mögt, wenn ich so lange Parts mache, aber ich möchte dieses Let's Play langsam fertig machen. Wir können nicht ewig daran verbringen. So, jetzt wieder zurück zum Spiel. Wir kamen im letzten Part ja aus der aus dem Einheitstunnel heraus und sind jetzt hier in den Alfurin gelandet, wo sich hier ein Trainer befindet, der ein Natu besitzt. Dies ist ein merkwürdiger Ort. Findest du? Ich finde nicht so merkwürdig. Oder der hat doch ein Natu, oder? Nee, der hat kein Natu. Ich dachte, der hat ein Natu. Ah nee, man kann hier Natus fangen. Er hat aber kein Natu, der hat einen Girafarik. Okay, dann guter Gegner für Alpollo, denn unser Alpollo ist sehr effektiv mit seinem Spukball gegen dieses Giraf. Fuck! Ich vergaß! Nein! Oh Jesus. Ich hab vergessen, Girafarik ist ein Normal-Pokémon. Auch noch. So, und jetzt? Jetzt muss Evoli das schaffen. Komm schon, Evoli. Ich glaube an dich. Beweise mir deine Stärke im Kampf. Glaube fest an dich und das Herz der Karten. Was? Dann kannst du es schaffen. Dann kann dich nichts aufhalten, Evoli. Du wirst es schaffen. Du wirst dieses Girafarik in den Arsch treten. Agilität. Cooler Sprite. Du machst ihn platt. Du wirst nicht sterben. Oh nein. Sondern du machst ihm Platz. Glaube fest an dich. Gleich hast du es geschafft. Es sind nur noch ein paar Dutzend KP. Gleich hast du es. Oh, diesmal ein Volltreffer. Du kommst sehr gut voran. Gute Arbeit, Evoli. Habe ich vielleicht etwas, um dich zu heilen? Ich benutze jetzt mal diesen Hypertrank. Vielleicht bringt es dir irgendwas. So, und jetzt... Ja, gut, Girafarik, setz ruhig weiter deinen Heuler ein und ruf nach Hilfe. Ah, Hilfe, Evoli! Halt, Moment, er macht sich über uns lustig. Weil er ja stärker ist als unser Evoli. Jetzt kann ich nur hoffen, dass keine Attacke mehr von ihm trifft. Ansonsten fallen wir in Ohnmacht und wir müssen nochmal hierher laufen. Das wäre sehr ungeil. Okay, wir haben verloren. Und verlieren Geld. Juhu! Mein Boing genau entfernt sich wieder ein bisschen von uns, dass wir uns ins Team holen wollen. So, schleimen wir uns noch ein bisschen ein, bevor wir sterben. Snubbel kann jetzt nichts mehr ausrichten. Wir haben verloren. Es sei denn, dieses Gearfrag ist so blöd und trifft uns nicht mehr, aber das bezweifle ich. Los, Snubbel! Du schaffst es! Egal! Dieser Euler, der bringt doch nichts! Na los, Snubbel! Du schaffst es! Was soll das denn? Snubbel, komm schon, Tackle! Ja, jetzt hast du es zur Hälfte geschafft! Es ist nicht mehr viel, du schaffst es! Ja, die Attacke ging auch daneben, juhu! Komm schon! Nicht mehr viel! Vielleicht hast du es geschafft! Komm schon! Los, Leute, feuert mein Snubbel an! Snubbel, Snubbel, Snubbel! Alter, Snubbel schafft es echt? Nein. So eine die dramatische Version. Nein. Wir haben verloren. Oh. Ja gut, aber das lag daran, weil wir unsere Pokémon nicht geheilt haben. Aber ich wollte ungern jetzt aus den Einheitszonen raus. Und das habe ich jetzt da vorne. Jetzt müssen wir wieder rein. Juhu, und haben auch noch ein bisschen Geld verloren. Wie viel haben wir denn verloren? Wie viel haben wir denn jetzt noch? 6.000. Ist ja gar nicht so viel, was wir verloren haben. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir vorher hatten. Aber ich vermute mal, wir haben nicht so viel verloren. Wahrscheinlich so, vielleicht nur 500 oder so. Feldstein. Oh nee, jetzt fangt ihr jetzt auch nicht an. Bitte, ich habe keinen Nerv für euch. Bitte, ich habe echt keinen Nerv für euch. Da fliege ich doch glatt. So. Leute, ich hab's euch gesagt. Hört auf, mich zu nerven. Ratfratz. Ich mach dich ratfratz tot. Wortspiel. Also gut, das kennen wir ja schon. Ich glaube, das muss ich nicht kommentieren. Ne? Ihr wisst ja, was wir machen. Jetzt laufen wir wieder zurück.
zu den Alf-Ruinen, whatever. Killen dort diesen Trainer. Und danach fangen wir ein paar Pokémon. Hier kann man Natus fangen. Und Farbi-Eagles, glaube ich, ne? So, jetzt machen wir dich aber platt. Ja, hast du schon mal gesagt, das ist ein merkwürdiger Ort. Das ist vor genau 5 Minuten. Also gut, du Psychopath. Jetzt machen wir dich fertig. Dich und dein Girafarik. Ja, grinst dich so. Sein Schwanz grinst mich so verlockend an. Was? Okay, das habe ich jetzt nicht gesagt. Schnell vergessen. Das klang jetzt überhaupt nicht pervers. So, jetzt verfluchen wir dieses Ding. Ja gut, ich habe es vorhin schon ein bisschen verflucht. Jetzt haben wir es doppelt verflucht. Haha. Apollo! Egal. Nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. So, Alter. Iglava. Mach ihn heiß. Was? Mach ihn heiß und sein Schwal... ist ein Schwalbini. Was er nicht hat. Oh Mann, das wird immer perverse. Der Fluch, der macht dich fertig. So, jetzt schreck zurück, bitte. Zinedine Zidane Move war das jetzt. Oh. Genau, gleich bist du down. Und zwar genau jetzt. Drache. Und Level 24 für Igla war. So ist es schön. Aber wir müssen unser Evoli trainieren. Wir werden solche Levelprobleme, glaube ich, bekommen. Ich muss Evoli wirklich trainieren. So. Ich glaube, es wäre klüger, wenn wir zunächst zum See des Zorns gehen und uns dort die rote Haut holen. Denn dort mit der roten Haut, wenn wir die abgeben, kriegen wir den EP-Teiler. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Ich glaube, ich gehe statt links mal nach rechts. Obwohl ich storymäßig zwar mich anpassen wollte und nach links gehen wollte. Also ich zeige es euch mal schnell auf die Karte, ne? Damit ihr es wisst, was ich meine. Wow, ich habe gar keine... Ach, stimmt, ich habe hochgekommen. Haha. Also gut, wir haben ja zwei Möglichkeiten, wie wir jetzt lang gehen können. Die erste ist, wir gehen hier nach links. Und die zweite wäre, wir gehen hier jetzt nach rechts. Also hier lang, in Richtung... Wie heißt die Stadt? Nein, jetzt gehe ich hier andersrum. Ah! Wir gehen hier zum See des Zorns, denn dort kriegen wir ein Item namens Rote Haut. Und das Item Rote Haut können wir hier ungefähr abgeben. Dann kriegen wir einen EP-Teiler. Das mache ich. Ich gehe nach links, auch wenn ich mich, wie gesagt, die Story anpassen wollte und nach links gehen wollte. Ich gehe jetzt nach rechts in Richtung zum See des Zorns. Damit wir die rote Haut bekommen für den EP-Teiler. Obwohl ich nach links ursprünglich gehen wollte, weil laut der TV-Story auch der Ash hier nach links gegangen ist. Aber das ist Unsinn, denn mit dem EP-Teiler können wir unsere Pokémon viel besser leveln. Und zudem haben wir dann auch stärkere Pokémon, wenn wir später in die Liga kommen. Also würde ich vorschlagen, wir gehen nach rechts. So, das ist jetzt der Plan. Und den werde ich auch umsetzen. Ich gehe nach rechts. Nach rechts! So, ich schaue hier nach, was es hier für Pokémon gibt. Es gibt hier sehr mysteriöse Pokémon. Ich sag nur Farbigel. Farbigel hat eine geile Attacke. Aber die werden wir gleich sehen. Na, wann taucht jetzt endlich ein Pokémon auf? Na, jetzt endlich. Ich habe schon befürchtet, ich hätte Lockduft einsetzen müssen, aber... Hallo, Natu. Natu, wie geht's dir? Oh, Mann. Natu, wie geht's dir? Und setzt Teleport ein? Nein, okay. Gut, dann tackeln wir dich nochmal. Jetzt aber Teleport. Okay, er ist Pussy, er greift mit Silberblick an. Jetzt aber! Tackle! Volltreffer, bitte! Jetzt setzt er Teleport ein. Doch nicht, Er ist wohl ein bisschen schüchtern. Wusstet ihr, dass Natu eines der kleinsten Pokémon, die es gibt, ist? So, ich glaube, das müsste drin sein. Eigentlich wollte ich es ja gar nicht fangen. Das mache ich jetzt mal spontan, weil Natu so selten ist in der Kristalledition. Gut, Pokédex-Eintrag. Natu, Kleinvogel. Größe 0,2 Meter. Eines der kleinsten Pokémon, die es gibt. Behaupte ich jetzt mal. Ich weiß es nicht sicher, aber ich behaupte es mal. Gewicht 2 Kilogramm.
Ist ungefähr so schwer wie eine Schultasche. Eine gefüllte Schultasche. Es kann hervorragend klettern. Es klettert gerne auf Bäume und frisst die jungen Triebe. Nein, ich möchte ihnen keinen Spitznamen geben. Nato ist übrigens vom Typ her Flug und Psycho. Ist, glaube ich... Nee, ist nicht einzigartig. Nee, es gibt noch ein anderes Pokémon, das vom Typ Flug und Psycho ist. Und das ist Lugia. Und hier ist schon wieder ein Nato. Aber hier gibt es doch Farbigels, oder? Ich glaube, mich zu erinnern. Also, ich will jetzt hier ein Farbigel begegnen. Und dann, also wenn das nächste kein Farbigel ist, okay, wenn das hier kein Farbigel ist, dann lassen wir es gut sein. Nato, 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 wie geht's dir? Ich hasse dich. Okay, einmal noch, ich will jetzt echt jetzt ein Farbigel sehen. Natürlich könnte ich das jetzt auch offscreen machen, aber ich will ja nicht alles offscreen machen. Das ist ja, das nimmt irgendwie dem Let's Play seine Seele. Wie Darts dem Kaiba seine Seele mit dem Siegel von Eukaikos nimmt, so zum Vergleich. Ach, Yu-Gi-Oh! Ah, die vierte Staffel, die habe ich so gerne angeschaut als Kind. Boah, ey. Da habe ich früher, sehnsüchtig darauf gewartet, bis die neue Yu-Gi-Oh!-Folge kam. Boah, da war ich ein kleiner Yu-Gi-Oh!-Freak damals. Früher bin ich heute auch eigentlich immer noch. Ich schaue heute auch noch ab und zu gerne mal ein paar Yu-Gi-Oh!-Folgen an. Aber die neuen Yu-Gi-Oh!-Folgen, Yu-Gi-Oh! 5Ds und so, die finde ich nicht so gut. Ich finde die klassischen Yu-Gi-Oh!-Folgen am geilsten. Okay, anscheinend tauchen hier nur Natus auf. Vielleicht gibt es ja auch Girafaris, konnte ich schwören, whatever. Naja, okay, dann gehen wir erst einmal hier rein. Ich will euch ja nicht allzu lange auf die Folter spannen. So, hier ist wieder so ein Puzzle und hier brauchen wir was. Ich hoffe, meine Inkognito-Schriftkenntnisse sind nicht allzu sehr veraltet. Okay. Ha, ho, 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 oh. Da steht Ho-Oh. Was? Ho-Oh. Versteht ihr Ho-Oh? Brauchen wir vielleicht das Pokémon Ho-Oh? Ja, man braucht die Ho-Oh, damit man es öffnen kann. Aber Ho-Oh können wir uns erst später fangen. Viel später. Vielleicht am Ende des Let's Plays kommen wir nochmal hierher und öffnen diese Tür. Denn da brauchen wir, wie gesagt, Ho-Oh, um diese Tür zu öffnen. Aber zunächst können wir das Puzzle machen. Oh Gott, hoffentlich weiß ich das noch. Früher als Kind, da habe ich so ewig bei dem Puzzle gehangen und ich habe es nicht gelöst. Ach ja, übrigens ist das Puzzle, was hier kommt, ein Ho-Oh. Also gut, ich würde sagen, erst einmal die Eckpuzzleteile. Die sind nicht verkehrt. Da ist zum Glück ein Rand angezeigt. Okay, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Ich glaube, der Schnabel, der kommt hier hin. Dann das hier kommt dahin, das sind seine Flügel. Ja, könnte sein, dass es hier hinpasst, aber ich bin mir nicht so sicher. Ja, das glaube ich, ist glaube ich falsch, aber wir können es ja später noch verschieben. Ich kümmere mich zunächst um die Flügel, weil die Flügel, die sind am eindeutigsten zu erkennen. Die Randteile, ja, hier, das... Na, das passt nicht. Okay, hier muss ein Randteil hin, das ist nämlich so... Moment, kann auch sein, dass es hier hingehört. Moment, Moment, das ist dann hier... Ja, könnte sein. Okay, dann, das ist eigentlich fies, weil man könnte meinen, das sei ein Randteil hier des Rechts an diesem, von diesem Puzzleteil da, von diesem, wo ich jetzt gerade drüber gehe. Das kommt, glaube ich, hier hin, dann, das kommt dorthin. Vielleicht haben wir die Flügel geschafft. Anschließend kümmern wir uns um die Mitte. Das kommt dorthin und dann kommt das hier, nee, keine Ahnung. Das hier, nee. Passt nicht dorthin. Hier vielleicht? Ja, stimmt, das kann passen. Das sind so eine Art Clown, könnte ich mir vorstellen, dass es so ist. Dann kommt das dorthin und dann kommt das schließlich und endlich dorthin. Okay, dann tauscht man das noch aus, dann passt es eigentlich. Müsste es eigentlich passen. So. Immer noch nicht. Okay, dann muss ich hier vielleicht die Flügel austauschen. So, da-da-dam. Dann hier vielleicht auf der Seite noch. Also die Mitte stimmt auf jeden Fall. Jawohl. Wenn ich bedenke, wie lange ich da früher gesessen bin an diesem Puzzle. Naja. Jetzt haben wir es geschafft. So.
Eine seltsame Anwesenheit ist hier zu spüren. Ach übrigens, je mehr Puzzle man löst, desto mehr Inkognitos tauchen auf. Also desto verschiedenere Inkognitos tauchen auf. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Inkognitos wir jetzt freigeschaltet haben. Das müsste ein K, glaube ich, sein, oder? Weiß gar nicht. Sieht wie ein K aus. Ne, ein K ist anders. Ein K ist anders, das müsste ein R sein. Ach, keine Ahnung. Meine Inkognito-Kenntnisse sind nicht perfekt, auch wenn ich ein Pokémon-Profi bin, Angeber-Lan, aber ich kann keine Inkognitos lesen. Nur ein bisschen. Ach ja, übrigens, können wir hier auch surfen? Tun wir das jetzt auch mal? Denn dort... Oh, was haben wir denn da? Da ist ja auch noch ein Höhleneingang. Hallo, Felino. Na, wie geht's? Mir geht's gut. Ich habe dich vor ein paar Parts getrollt. Weil du mich schon gefangen hast, du verdammter Trainer. Ja, das weiß ich. So, gut, hier ist noch eine Kammer. Hier brauchen wir auch wieder sowas Spezielles. Blitz. Müssen wir hier Blitz einsetzen? Die TM Blitz. Ich meine, die VM Blitz. Ich schau mal nach. Blitz. Aktiviert Blitz. Ja, welches Pokémon kann Blitz? Felino kann Blitz. Na, okay. Ist gut, okay. Dann setzen wir jetzt den Blitz ein. Und dann müsste es diese Kammer öffnen. Ein gleißender Blitz erhält das Gebiet. Und? Ehrlich gesagt erinnert mich das an die Regikammern. Egal, wieder ein paar Items. Yay! Eine Goldbeere! Und was ist das? Ein Mondstein. Wow. Nicht heftig. Egal. Eine Kraftwurzel. Halt die KP auf. Allerdings wird unser Pokémon uns dann hassen, wenn wir das einsetzen. Genauso ist es wie mit dem Heilpuder. Daher sollten wir dieses Heilpuder nicht bei unserem Golbert einsetzen, weil Golbert sich durch eine Zuneigung entwickelt. So, hier ist wieder ein Puzzle. Das müsste ein Aerodactyl sein, was sich dort befindet. Aber zunächst fangen wir wieder mit diesen Randteilen an. Das ist etwas leichter als das Ho-Oh-Rätsel. Ich glaube, das Ho-Oh-Rätsel war eins der schwierigsten. So, und das hier kommt dahin. Dann... Also ich probiere wieder ein bisschen. Zunächst erstmal die Randteile wieder. Das kommt auf jeden Fall dorthin. Das ist der Schwanz. Das dorthin, dann ist hier noch was. Das ist auch ein bisschen was vom Schwanz, vom Aerodactyl-Schwanz. Das ist der Hals, glaube ich. Die Flügel kommen, glaube ich, eins weiter nach rechts. Das ist der Schnabel, ich glaube der. Nee, das passt eigentlich. Das ist das Eckteil. Ja genau, das ist ein bisschen was vom Flügel. Das müsste dann hier hinkommen und nicht dorthin, ja. Okay, dieses Ende vom Schwanz, das kommt dorthin. Ey, klingt jetzt total pervers, aber gut. Das ist der Kopf. Dann, das ist wieder so ein Flügeldingens. Und dann, das ist, das ist der zweite Schnabeldingens. Genau, dann ist das sein Hals. Das ist das Schnabeldingens. Und das ist schließlich sein... Keine Ahnung. Nee, passt nicht ganz. Ah ja, genau, das muss ich hier austauschen. Das kommt hier hin. Das ist der Anfang von seinem Schwanz. Und das ist sein Hals. So, fertig. Aerodactyl gelegt. Gut, jetzt fallen wir wieder da rein. Wieder in diese Inkognito-Kammer. Ich wollte Aerodactyl-Kammer sagen. Und es erscheinen weitere Inkognitos. Ich meine Inkognitos. Ich sag immer Inkognitos. Habe ich früher auch immer gesagt. Inkognito. Aber es heißt Inkognito. Das ist ja ekelhaft. Inkognito. Cognito I ist es jetzt. Das weiß ich. Kann man auch, glaube ich, erkennen, dass es ein I ist. So, und was kommt jetzt für ein Incognito? T steht für Top-Pflanze. T steht für Terrible. Dieses Incognito ist very terrible. Zwei Schritte vor der Leiter erscheint ein W. Ne, das ist ein M. M ist es, glaube ich, ne?
Okay, ja. Gut, soweit. Ah, hier können wir noch surfen. Ich möchte jetzt, wenn es geht, alle Surfstellen noch anschauen, bevor wir uns auf den Weg nach Westen machen. Nee, Quatsch, nach Osten. Nach Osten, nach rechts. Nach Osten in Richtung Eisarena. Hier in Viola City können wir auch noch surfen. Und zwar hier, da gibt es auch ein paar Items, kann ich mich erinnern. Und hier gibt es wilde Quapsel, ne? Moment, muss gucken. Dienstag? Hä? Warum ist es jetzt Dienstag? Ich verstehe gar nichts mehr. Dienstag? Ja gut, die Uhrzeit, die passt immerhin. Bei mir ist es jetzt in echt gerade 8.31 Uhr. Bloß der Tag stimmt nicht, es ist nicht Dienstag. Vielleicht können wir unser Lapras doch noch fangen. Vielleicht sollte ich ja doch warten mit meinem Wasser-Pokémon. Und warten, bis sich dieses Datum vielleicht angepasst hat. Ja, ich hab's euch gesagt, hier gibt's Quapsels. Level 20. Könnte man... Ja, ich glaube, Quapsel entwickelt sich mit Level 25 zu Quapuzzi. Und dann könnte man sich leicht ein Quappo noch holen, wenn man einen Wasserstein besitzt. Aber man sollte ja seine Steine erst einsetzen, wenn die Pokémon richtig attacken können. Das ist so meine Devise, wenn es darum geht, ein Pokémon zu entwickeln, was ein Stein braucht, um sich zu entwickeln. Sage ich ja in fast jedem Let's Play. Und es stimmt auch. So, hier ist noch so ein Wasserdingens. Und ein wildes Quapsel wahrscheinlich, oder? Stimmt doch, Quapsel. Ja, natürlich. Und Level 21 wäre in 4 Leveln ein Quapuzzi. Also Leute, falls ihr ein Quapuzzi wollt, hier kann man ein Quapuzzi fangen. Ein sicheres quasi. Ihr müsst es nur 4 Level trainieren, dann habt ihr ein Quapuzzi. Und ein Sonderbomber. Yippie. Früher habe ich die Sonderbonbons irgendwie immer sofort eingesetzt, aber wenn ich heute Pokémon spiele, dann setze ich die Sonderbonbons eigentlich nie ein. Früher habe ich die so gerne eingesammelt, die Sonderbonbons, aber heute ignoriere ich die Sonderbonbons total. Hier können wir Zerschneider einsetzen, okay. Kann Felino vielleicht sogar Zerschneider? Das wäre zwar ein bisschen obskur. Ich sollte keine Fremdwörter verwenden, wäre ein bisschen komisch. Ja, dachte ich mir, Felino kann auch keinen Zerschneider, aber ich möchte mal schauen, was sich dort hinten verbirgt. Ich gehe mal schnell ins Pokémon Center. Da ist ein Pokémon Center gleich um die Ecke. Gut, dann lage ich Felino schnell ein, hole schnell ein Pokémon, das Zerschneider kann und dann, Snubbull braucht man eigentlich nicht. Genau, ich lagere Snubbull. Hätte fast vorhin das Ding gekillt, das Girafarik. Aber nur fast. So, jetzt nehmen wir Knofi mit. Und müsste, glaube ich, der Schneider bereits können, wenn ich mich erinnern kann. Ja, genau, es kann der Schneider und Blitz. Heilen wir zunächst noch die Pokémon. Und übrigens habe ich immer noch keine Speed-Taste. Das werde ich jetzt wahrscheinlich immer sagen, wenn ich im Pokémon Center meine Pokémon heile. Aber egal. Gut, komm jederzeit wieder vorbei. Werde ich irgendwann mal machen. So, dann benutzen wir jetzt unser Knofenser und schauen nach, was sich hier hinter diesem Zerschneiderbusch verbirgt. Oh. Hm, hier ist nichts, aber vielleicht ein verstecktes Item. Ein Hypertrank. Okay, besser ist nichts. Ja, immer positiv denken. Wäre jetzt cool gewesen, wenn es hier ein TM gäbe. Aber naja. So, jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück in Richtung Heimatstadt, denn in Rosalia City, ich glaube die Stadt heißt so, gibt es auch noch eine Surfstelle, da kriegen wir ein richtig gutes Item. Und zunächst, gut, dass wir jetzt den Zerschneider haben, dann kommen wir jetzt schneller nach Rosalia City oder wie auch immer die Stadt auch heißt. Wir müssen nicht durch dieses Gras drum rumlaufen. Hä? Wer bist du denn? Jeden macht das Kämpfen Spaß. Ja, so ist es. Aber ich kann mich nicht an dich erinnern. Wer bist du? Was hast du mit Julians Block gemacht?
Ah, da ist er ja. Hallo, Tüdelsblock. Wie geht's denn so? Kraftbefehl! Ne, Quatsch, das ist Saftbefehl. Job muss wissen, wer der Babo ist. Was du das kämpfen, Julians Block? Nein, nicht nochmal speichern. Ich dachte, wir kämpfen den Julians Block. Ey, Nightlife ist voll die Pussy. Nee, komm, auf Julians Block kann ich verzichten. Sorry, Julian. Okay, hier. Ja, gut, dass wir auch wieder zurückgehen. Jetzt können wir uns wieder ein paar Bären holen. Auch wieder ein Vorteil. Und hier sind wir. Rosalia City ist die Stadt, genau. Denn hier können wir auch surfen. Und zwar ist hier so ein fetter Fettsack hier unten. Und der gibt uns auch ein Item. Hallo Sintara, wie geht's? Mir geht's gut. Bis auf das ich jetzt gegen dich kämpfen muss. Ja, schön für dich. Ich fliehe dann mal, ja? Tschüss, Tentacha. Ich habe ein Pokémon gefangen, das ein Item bei sich hatte. Ich glaube, es war Zauberwasser. Ich brauche es nicht. Möchtest du es haben? Ja. Danke. Zauberwasser verstärkt Wasserattacken. Ich gehe wieder zum Fischen. Ja, dann viel Spaß. Ja, hier können wir übrigens nicht lang. Hier ist Grenze des Meeres. Okay, ich wollte nur wegen dem Item zurück nach Rosalstadt. Hier in Neubokia gibt's auch eine Surfstelle, aber die möchte ich nicht verwenden, weil, ich möchte die erst später verwenden. Weil sich dort eine Überraschung verbirgt, die, ich euch später zeigen möchte. Die Profis unter euch, die das Spiel bereits gespielt haben, die wissen schon, was ich meine. Ist auf jeden Fall richtig cool und ist einzigartig in dieser Edition. Und in, Soul Silver. Aber das werde ich nicht verraten, was es ist. Das werden wir später erfahren, was sich dort verbirgt. Für ein Ort. Oh, jetzt habe ich zu viel gesagt. Egal. Hallo, fetter Wanderer. Wie geht's? Danke für die Bitterbeere-Pflanze. Okay. Gut, jetzt haben wir schon die halbe Stunde fast geschafft. Jetzt, warum benutze ich mein Fahrrad nicht? So, Fahrrad ist doch viel besser. Jetzt gehe ich zurück nach, wie heißt die Stadt? Bukatia City. Und mache dort Folgendes. Da gibt es auch noch eine Surfstelle, die möchte ich auch noch mir anschauen. Holen wir uns noch zunächst die Zertrümmer-TM ab. Die haben wir uns ja schon mal abgeholt, aber wegen dem Emulator musste ich ja das ganze nochmal machen und daher haben wir jetzt die TM nochmal bekommen. So. Hä? Hä? Nein! Meine Tastatur! Ah, oh, meine Tastatur war gerade verbuggt. Ich bin jetzt gerade ständig nach unten gegangen, obwohl ich nichts gedrückt habe. Ach ja, ist ja ein Käferturnier. Egal, ich habe keine Lust drauf. Vielleicht im nächsten Part. Vielleicht gehen wir im nächsten Part paar Käfer, ein paar Käfer im Nationalpark jagen. Ja, ja, ich höre schon auf, keine Sorge. Der Kevin hält schon seine Fresse. So, hier können wir auch surfen. Hier gibt es mehrere solche Surfstellen am linken Rand der Route. Hier finden wir eine Rätselbeere. Sehr rätselhaft, sehr rätselhaft. Gibt es hier vielleicht irgend noch was? Wenn wir hier nach oben gehen, verstecktes Item oder so? Hier vielleicht rechts, links? Nee, auch nicht. Okay, schade. Eigentlich ein total unnötiger Punkt, wenn es hier kein Item gibt. Naja, egal. Dann gehen wir jetzt zurück nach Bukatia City. Und zwar, hier können wir übrigens nicht surfen, weil hier lauter Gebäude sind. Die Macher wollen nicht, dass wir hier in Bukatia City nach links gehen. Ihr seht, alles voller Zäune und Gebäude, daher können wir hier nicht lang. Hier ist es auch so. Hier kommen wir also nicht lang. Nur zur Demonstration. Aber hier geht's lang. Haha. Dort kommen wir nämlich irgendwo hin. An einem seltsamen Ort. Ach ja, wir können ja auch noch ein Pokémon in die Pension lassen. Haben wir noch gar nicht gemacht. Naja gut, ich würde sagen, ich beende den Part jetzt auch schon an dieser Stelle. Und dann schauen wir nach, was sich hier verbirgt in dieser Route. Dort gibt es nämlich was. Ja.
Und dann werden wir noch ein paar Pokémon in der Pension abgeben. Also bis zum nächsten Part, Leute. Ciao!